Mal kurz was testen. Es kann losgehen. Zirkumflexaugen. Jo. Sehr gut. Chat ist größer zu lesen. Hallo Fiboki. Na, alles gut? Freust dich schon? Beef! Ach ja. Hui. Ich freue mich ein bisschen. Ah, wird wieder lustig. Mario Kart. Ah, wird geil. Falls man ein kleines Rauschen hören sollte, ich habe einen Ventilator angemacht. Letzten Sonntag, da habe ich ja geschwitzt wie ein Ferkel. Da habe ich keinen Bock drauf. Ich würde mal sagen, ich starte einfach mal Mario Kart. Oh, ich freue mich. Wird wieder lustig. Jetzt kann man auch den Chat, glaube ich, in der Aufnahme, die etwas pixelig ist, besser sehen und lesen. Hat mich mal die ganze Zeit gestört. Neuer Rahmen. Ja, eine Zeit des Leidens. Das kannst du laut sagen. Wahoo! Und damit Buongiorno, meine kleinen Makaronis, zu Mario Kart 8. Eine neue Livestream-Session. Ich freue mich riesig drauf. Mein Bowser-Shirt ist auch schon voll bereit und ja, global gegen den Rest der Welt, so wie letzten Sonntag. Mal gucken, wie lange wir heute durchhalten. Hallo Wendy! Was kann ein Wii U? Dann kauf dir schnell einen, es ist ja Sonntag, da haben die Geschäfte alle auf. Schade, dass du nicht mitfahren kannst. Hast du zufällig Mario Kart 7? Es wird auch ein Mario Kart 7 Livestream geben, weil ich das Spiel immer noch feier wie ein Blöder. Na, und jetzt geht das los. Mach das weg. Mach das weg. Hallo? Ich will vernünftig gucken. Geht doch. Hallo Stego. Hast du sehr gut. Dann hoffe ich doch, dass du bei einem Mario Kart 7 Livestream, der demnächst kommen wird, auch dabei sein wirst. Ich weiß noch nicht wann, aber er wird kommen. So. Online spielen. Ein Spieler. Ich bin Moff, darum spiele ich alleine. Nur online mit mehreren. Hallo, Janima. So, wir machen das wie letztes Mal. Ich fahre online, ihr joint mir einfach nach und dann kann es richtig losgehen. Freue ich mich. Es wird wieder ein Fest des Leidens. Mal überlegen, ob ich mal ein anderes Kart benutzen soll. Meine Beschleunigung ist gut, Tempo ist so lala. Mir gefällt allerdings so dieses Luftschiff-mäßige, das finde ich voll toll. Ich habe es auch lange nicht gespielt. Das letzte Mal ist, glaube ich, schon ein Dreivierteljahr her. Also, aber man findet ja schnell rein. Auch hier, Mario Kart 8, da war ich ja so die ersten ein, zwei Streams war ich ja so unglaublich schlecht. Hat sich auch getan. Gebessert. Okay, mehr Gewicht, mehr Tempo. Handling lässt zu wünschen übrig. Der Boliden, er ist nicht so meins. Was ist das? Fichtenbock. Der Fichtenbock. Natürlich. Der Fichtenbock. Flügelraser. Ne, die Bikes möchte ich nicht mehr. Die Bikes werde ich mal irgendwann vielleicht mal mit Knochenbowser und dem Rennbike von Bowser versuchen. Also. Oh. Ja. Komm, ich war erstmal bei der Eierschaukel. Yoshis Piste und fertig. So. Also, ich nenne dich immer Janima. Jan. Jan, ich nenne immer Janima. Müsste in irgendeiner Ecke liegen. Dann kram es mal wieder raus. Oh, ich bin der einzige Deutsche. Der einzige Deutsche. Kanada und Amis und ich glaube, die Japaner waren auch mit dabei. Machen wir mal gucken, wie es läuft. Das ist ja so diese Eingewöhnungsrunde, bevor alle nachjoinen. Die mitfahren möchten. Das weiß ich ja nicht. Ah, oh, eine rosa Gold Peach. Ah, oh, die ist so toll. Alleine, weil, oh, weißt du, damals in Mario 64, rosa Gold Peach, die hat alles gerockt. Das war so ein Geheimtipp. Und auch in anderen Spielen, wo sie immer mitgewirkt hat, das war, war immer so toll. Also, rosa Gold Peach hat es verdient, hier mitfahren zu dürfen. Weil sie einen Charakter, der ist der Geschichte geschrieben hat bis jetzt. Danke für den Boomerang, ich liebe ihn. Ich fahr mal hierher.
Rosa Gold Peach ist genau wie Baby Rosalina ein Charakter der Geschichte. Sie ist älter, also ihre Videospielgeschichte ist älter als mein Leben und ich bin schon 26 Jahre jung. Also, zu Recht hat sie es in dieses Spiel geschafft. Beide, allgemein die ganzen Babys, haben es zu Recht in dieses Spiel geschafft. Der Wahnsinn. Wozu Birdo nehmen oder sonst irgendein Gedöns, wenn man die Babys und Rosa Gold Peach hat? Oder Katzen Peach? Geschichte, sag ich da nur. Geschichte, der Wahnsinn. Feier ich übelst hart. Wow, ja, danke. Wow. Jetzt kann ich wenigstens Münzen abstauben. Meins, meins. Meins, meins. Ich wollte eigentlich, bevor ich loslege, bevor ich anfange zu streamen, wollte ich noch gucken, wie viele Münzen ich habe. Habe ich vergessen. Weil ich so unglaublich überdimensional Brainpower habe. Über 90. Das ist der Wahnsinn. Oh, auf dem zweiten. Ich behalte den anderen Scheiß einfach mal. Sprach er. Verdammt. Einfach mal in der Mitte abgesetzt. Und ist einer reingefahren. Sehr gut. Bombe, du hast es gerissen. Ein Shy Guy ist vorne auf meinem Platz. Das geht ja mal überhaupt nicht. Ah, ich wollte, dass er mich trifft, bevor ich da runterfalle. Fickt euch. Ja, setz mich noch weiter nach hinten. Ich wollte eigentlich, der Pauschstreifen ist echt weit weg, ne? Super Runde, ich bin begeistert. Wollt ihr mich verarschen oder was? Wenigstens setzt mich dieser dämliche Hurenbock hier vorne ab. Boah. Krüppel. Krüppelrunde. Natürlich kriege ich diese scheiß Pilze. Warum kriege ich nicht auch mal einen Blitz? Toll. Weißt du, die ganze Zeit Zweiter, hast die 8 und dann wirst du einfach gefistet. Leck mich. Hat niemand gesehen? Ich schneid dich raus. Mal kurz zu lesen. Ach, Tobi, Sirlance ist auch da. Hey, wie geht's, alte Socke? Lange nichts mehr voneinander gehört. Rosa Gold Peach. Ja, Rosa Gold Peach ist doch toll. Sie ist so klasse. Eileen. Okay, ich kann auch versuchen, mir Eileen zu merken, wenn das lieber ist. Ich habe sogar nachgefragt. Okay. Oder ich nenne einfach Valley. Valley lese ich immer. Valley ist auch okay. Oh, guck mal, Babypark. Babypark, yay. Ich weiß, dass es schlechte Leistung war. Mach's besser. Kauf dir eine View und mach's besser. Sir Lenz. Yeah, Babypark. Gemario-Karte. Oh ja, Gemario-Karte, das passt super. Ich finde es schön, dass Selinkario keine Urheberrechte darauf einklagt. Was? Der alte Sack? Ich bin doch kein alter Sack, ey. Ich hab doch nur mal ein halbes Leben hinter mir, Tobi. Was willst du eigentlich? Kleiner Lausbub, du. Klappt mir nicht die Items. Mist, das wollte ich nicht einsetzen. Aber egal, ich habe hier einen getrötet, das reicht schon. Alter, mich alter Sack, ich glaub's nicht, ey. Diese Jugend heutzutage! Hehe, das war mein Panzer. Alter, Kreuz! Über Kreuz haben sie mich verfehlt. Das ist ja Oberhammer. Dass ich das noch erleben darf auf meine jungen Jahre. Mann! Oh nein! War ja klar, ich fahr voll rein. Ich kriege aber gleich wieder Münzen als Ausgang. Das ist toll. Ich liebe den Babypark hier. Leck mich doch am Arsch. Wow. Panzer, verschwinde. Ich habe Angst. Dafür, dass ich hier so relativ gut kassiere, bin ich aber weit vorne. Boah, hier ist schon wieder Krieg. Mann! Mann! Boah, ihr Wichser! Mann! Oh. Das ist doch... Ich habe keine Münzen. Ein Hoch auf die Münzmechanik, da ich jetzt verkacken werde.
Letzte Runde natürlich schon. Wow. Ja, der reißt es jetzt auch nicht mehr. Alter, ist das grausam. Alter, was ist hier nur los? Mir geht's auch ganz gut. Bin noch ein bisschen verschlafen. Ich bin noch nicht so lange wach. 6 Stunden. Aber hey. Bin kein Consolero-Spieler. Mein Gehirn baut grundsätzlich immer ab und füttert und wird mit neuen Daten gefüttert. Und ich weiß, dass du kein Consolero bist. Müsstest trotzdem mal eine kaufen, aber mitfahren. Wäre schon ganz lustig. Das Lese. Sein Gehirn war schon mal am Abbauen. Lese ich erst jetzt. Das ist. Warum verrätst du das einfach? Das ist eine Schweinerei. Ich soll doch mal was auswählen. Komm, Instrumental. Instrumental ist toll. Ja, gutes Rennen. Ich bin voll begeistert. Ja, das dicke Ende kommt zum Schluss. Frag mal mein dickes Ende. Das kommt auch mal zum Schluss. Tosio, hast du Raketen? Du hattest ein Zäpfchen als Dritter. Das ist gemein. Das Faire ist, also sofern man da überhaupt was Faires dran sieht, das Zäpfchen hält da nicht sehr lange. Es ist sehr schnell, es löst sich sehr schnell auf. Hoi! 2 Strecken später, 4 weitere Deutsche mit dabei. Läuft. Wie Poki und Toasty, Mai und Luca sind wahrscheinlich zufällig mit dabei. Die Cam ist asynchron, damit meine Stimme zum Spiel synchron ist, da Elgato, die externe Elgato, die man über USB, anschließt, eine 0,7 Sekunden Verzögerung hat. Und wenn ich jetzt getroffen werde und dann sofort erschrecke, wäre das, wenn ich meine Stimme nicht 0,7 Sekunden verstellen würde, würde ich mich erschrecken, bevor was passiert. Das würde nicht passen. Und da ich das Ganze ja auf YouTube hochlade, möchte ich, dass es dann wenigstens von der Reaktion her synchron bleibt. Hey, ich komme hier rüber. Deswegen, wenn ich einen neuen PC habe, dann hole ich mir natürlich eine interne... Arschloch, hole ich mir eine interne Elgato, dann habe ich keine Sekunden, 0,7 Sekunden Verzögerung mehr. Dann ist alles synchron. Deswegen nehme ich es in Kauf, dass die Facecam ein bisschen asynchron ist, dafür aber... Ach, was ein Wichser. Dafür aber, Dingens, mein Gequatsche und das Gameplay synchron sind. Das ist der Zauber hinter der Verschiebung hier. Wenn man das überhaupt so nennen kann. Ich weiß es auch nicht. Ist halt... Es dauert noch ein bisschen, bevor ich meinen neuen Rechner habe. Bis ich meinen neuen Rechner habe. 1-2 Monate noch. Dann gibt es hier Livestreams in besserer Qualität. Und dann wird auch die YouTube-Aufnahme in Full HD sein. Weil ich dann halt über HDMI-Split und so weiter, weil ich dann... Oh... meine externe Elgato überhabe, kann ich dann an meinem aktuellen Rechner, mit dem ich hier gerade streame, kann ich dann hier aufnehmen. Und über den neuen Rechner kann ich dann streamen. Wahrscheinlich dann auch so 4.000-5.000. Sollte dann hinhauen. Und darauf freue ich mich jetzt schon. Hier, ich fuck euch einfach mal ab. Und wie es aussieht, habe ich das Toastbrot getoastet. Ich hoffe, schön knusprig braun. Nicht schwarz, knusprig braun würde schon völlig reichen. Hat er was am Arsch kleben? Ich sehe es nicht. Nö, hat er nicht. Geil. Er hatte gar nichts. Sehr gut. Oh nein. Ist der Boomerang zerschellt? Das wäre toll. Yes! Ach, guck mal, das kleine Fipoki ist vorne gewesen. Hi! Mach Platz für den Shy Guy. Toasty, böses Toast. Toll, ich habe Rubine als letztes. Ich hätte lieber einen Panzer. Aber egal, zweiter. Hauptsache vor Fipoki. Das läuft schon. Ist einfach. Und am Ende. Wenn du wüsstest, Janima, wenn du wüsstest. Senpai. Wieso Senpai? Das habe ich jetzt nicht so gemeint. Das hast du immer so gemeint. Stego, gib's ruhig zu. Genau wie in den Kommentaren. In den Kommentaren habe ich immer so obszöne. Kommentare von Stego, das ist unglaublich. Da muss ich... Die gebe ich immer aus Trotz frei. Ich habe da immer so viel bei... könnte Spam sein, das ist unglaublich. Was für ein Aufnahmeprogramm hast du denn, Valli? Du bist kurz weg. Oh, schade, Todes. Aber bis gleich.
wird er wieder bestimmt so 2-3 Stunden hier laufen. Da ich ja den Ventilator habe, werde ich nicht ersticken. Sowieso eher bewölkt, aber... Ja, okay, es ist relativ bewölkt, aber hey. Man muss vorsorgen. Ich hoffe, man hört das Rauschen vom Ventilator nicht. Ja, mal kurz gucken. Okay, Mikro kriegt den Wind nicht ab, das passt schon. Hi Gamer! Boah, lange nicht gesehen. Bestimmt 14 Stunden oder so. Die Lust, um was zu machen? Dann hol dir hier die Lust. In Illustra-Runde kriegst du Lust, irgendwas zu machen. Und wenn es abschalten ist. Yeah! Tosi, dafür, dass du weg wolltest, bist du aber immer noch aktiv dabei. Und wie Poké kloppen die ganzen Münzen, das ist nicht nett. Das ist überhaupt nicht höflich von dir. Schäme dich! Wäre auch eine Münze, verdammt! Mist, ich wollte eigentlich, dass das Ding da liegen bleibt, aber hey, man kann nicht alles haben. Sonst wäre ich Millionär und müsste nicht mehr arbeiten gehen, könnte hier technisch mir Sachen kaufen. Oh, wäre das toll. Ich muss im Lotto gewinnen. Ich muss mal Lotto spielen. Ach, wäre das schön. Wunschdenken. Au. Und natürlich das kleine, die kleine Ratte da. Ey! Arschgeige! Du blöder Ami! Drängt er mich einfach vom Streifen runter. Die spinnen doch, die Amis. Sieht man schon daran, dass er einfach die Panzer wahllos wegschießt, damit sie sich gegenseitig wieder fisten. Haha, ich hab's genau gesehen. Der Livestream hat's auch gesehen und das heißt, auf YouTube wird man's auch sehen. Die Strecke habe ich schon immer irgendwie gefeiert, ich weiß gar nicht warum. Wahrscheinlich wegen Wario. Weil ich sie auf dem... weil ich sie auf dem DS damals auch sehr gerne gespielt habe. Auf dem DS mit Knochentrocken... Und den Knochenpanzer als Auto. Das war aber geil. Mario Kart DS hat sowieso von allen Mario Karts die beste Steuerung. Und danach kommt sofort Mario Kart 7 mit der Steuerung. Ist ein offenes Geheimnis. Ich feiere dieses Spiel nicht umsonst übelst hart. Könntest du wieder Peniswitze machen, aber ich lasse es. Das wäre ja nicht angebracht. War ja klar. Lass mich in Ruhe. Verschwindet! Ihr miesen, dreckigen ihr. Wow. Hui. Wie ich einfach nur Pilze kriege. Da kommt nichts, da kann ich ihn einfach einsetzen. Bams, wenigstens weiter. Wenigstens zweiter. Ich würde aufs Treppchen kommen, wenn es dir eins geben würde. Mal gucken. Nice, da ganz schön was los im Chat. Gefällt mir. Camtasia 8. Habe ich auch mal ein bisschen probiert. Da habe ich mit Kilian ein bisschen Pokémon aufgenommen. Aber das Programm, das hat mich so geärgert. Wahrscheinlich, weil ich es nicht original hatte, aber hey. Boah, es war so grausam. Da kann ich dir eigentlich OBS empfehlen. OBS ist Weltklasse, OBS ist toll. Ich liebe OBS. Ich würde mit OBS Liebe machen, wenn es kein Programm wäre. Lotto macht süchtig. Da ich habe einmal vor Monaten gespielt, da war der Jackpot so hoch. Und da habe ich dann festgestellt, dass der Satz keine Gewinne echt hässlich ist. Also ein Scheißsatz. Und warum kommt die Strecke, die ich überhaupt nicht mag? Muss aber kein Informatiker werden, reich... Ich würde eine Umschulung machen, wenn ich nicht auf mein lausiges Gehalt angewiesen wäre. Um es mal ganz direkt zu sagen. Dann würde ich was anderes machen. Vielleicht so... Irgendwas so IT oder so... Irgendwas so am Rechner sitzen halt, ne? Ist ja voll mein Ding. Jetzt kann ich nicht weiterlesen, verdammt. Warum muss es jetzt auch weitergehen? Mann, warum ist es Winter? Es hält doch die warme Jahreszeit ein, obwohl ich ein Winterkind bin. Das wird toll. Im Sommer aufnehmen bei über 30 Grad im Schatten. Bin ich froh, dass ich keine Dachschräge mehr habe. Boah, das war mal schlimm. Das Spiel ist kaputt. Ich bin auf dem ersten. Das auf dieser Strecke. Das geht gar nicht. Irgendjemand muss mich erlösen. Dieser Erwartungsdruck auf einer Strecke, die ich nicht kann. Warum? Ich frag mich. Warum habe ich jetzt kein Item gekriegt, obwohl ich es abgeschossen habe? Alter, ich...
Weiß nicht warum, irgendwie. Hier habe ich es mit dem Driften. Es will nicht hinhauen. Ich tue mich da echt schwer. Yeah. Schade, dass es kein Pilz ist. Da müssten eigentlich Pilze vom Baum fallen, sondern es ist irgendwie unrealistisch für ein Mario-Spiel, dass mich Zitrusfrüchte boosten. Natürlich. Jetzt auf den Sand fahren, wo man eh kaum fahren kann. Geil! Einfach mal wild reinschießen. Reinscheißen, hätte ich fast gesagt. Weißt du? Danke, es ist wieder so ein Wichser. Ah, ich mag die Strecke nicht. Das ist ein Scheiß. Geil. Wie der mich wieder von vorne treffen wollte. Hier, verrecke. Du bist kein Iron Man, du bist kein Iron Man. Iron Man ist cool und das bist du nicht. Ich bin aber vergleichsweise weit vorne dafür, dass wir auf dieser Strecke sind. Leck mich! Einfach mal nach vorne, einfach das meiste nach hinten. Passt schon, ist irgendwie gerechtfertigt. Ja, er ist auf dem Grün und ich hau ihm noch einen Panzer rein. Voll nett. Okay. Mann, Mann, Mann. Ich bin bei mir immer schwarz, jetzt nicht mehr. Okay, da war früher... Stimmt, das ist immer Bildschirmprobleme bei meinem Stream, ne? Dein Sieg, ja, ja. Beherrschung, die... Ich suche dann mal Mario Kart 7. Ja, such's mal. Vielleicht nächste Woche irgendwann mal Mario Kart 7 oder dann die Woche. Ich bin kein Kellerkind. Ich habe mein ganzes Leben noch nie im Keller gewohnt. Ich bin ein Winterkind. Ich mag es kalt, deswegen laufe ich mein halbes Leben im T-Shirt rum. Ruhe bewahren. Da sind zwei, die haben einen exzellenten Streckengeschmack. Gamer sind Kellerkinder. Gamer sind keine Kellerkinder. Das sind Vorurteile, die stimmen überhaupt nicht. Mein fucking Computer. Ja, meiner geht nochmal. Warum? Ich finde lustig, dass Don keine Mods braucht. Ja. Letzte, ich lebe. Nur für den Moment. Ich lebe auch eigentlich für den Moment. Ich denke immer nur bis zum. So für eine Woche, weil ich immer für eine Woche aufnehme. Ich denke immer für eine Woche im Voraus. Das muss reichen. Ich arbeite, um meine Leidenschaft zu finanzieren. Aber, ja, toll! Ich find's toll, dass wenn man zu 12 fährt, dass da nur 4 Items stehen. Ich brauche keine Mods, weil es sich erstmal, um ehrlich zu sein, nicht lohnt. Wir sind ja immer eine kleine Runde hier im Livestream. Und dann schubst du mich nicht rum, nur weil ich ein Scheigei bin. Verdammt nochmal! Tollen Pilz. Yeah! Wir sind in einer kleinen Runde und da sich hier jeder weiß zu benehmen, ist es auch nicht nötig, also da kann man verstehen, dass ich jetzt erstmal keine Mods brauche. Wir sind ja alles nette und höfliche Menschlein, da passt das schon ganz gut hier. Und sollte sich hier jemand daneben benehmen, ganz ehrlich, dann blocke ich ihn einfach. Weg mit dir, du bist kein echter Scheigei. Warum falle ich hier mal runter? Das ist mir früher nie passiert. In alten Spielen. Verdammt, aber ich habe jemanden geschnomst. Das reicht schon. Jetzt habe ich erstmal keinen Hunger. Mann! Komm zu mir! Warte. Ich hasse den Boomerang, falls ich es noch nicht erwähnt habe. Was war das denn? Ich habe doch so schon keine Münzen. Genau, danke fürs Anstupsen. Danke. Dass jemand die Münzen haben will. Ja, damit. Ich hasse die Münzmechanik, aber ich will sie trotzdem haben. K-Teile freischalten und schneller werden. Wieso wurde jetzt mein Boost-Versuch unterbrochen? Das verstehe ich nicht. Egal. Das nimmt man einfach so hin. Wow! Wow, meine ich natürlich. Wow. Weg mit euch. Ich fahre jetzt einfach mal geradeaus in der Hoffnung, Münzen zu kriegen. Ich kriege Münzen. Wow, ich krieg mal alle Münzen. Geil! Es macht immer noch Bock, auch wenn Pipoki auf dem ersten ist, aber hey. Wenn jetzt! Hey, ich habe jemanden getroffen! Ich habe jemanden getroffen! Jetzt möchte ich ihn nicht treffen, sonst ist mein toller Boomerang weg. Obwohl, scheiß drauf.
Dieser Agro-Boomerang. Ach, scheiße. Immer komisch fliegt. Das Gute ist, wenn ich weit vorne bin, ich muss ja noch nicht mal Erster werden, ich kriege ja sowieso Punkte. Dann passt das schon ganz gut. Ich glaube, der ist gerade runtergefallen, so wie es mir manchmal passiert. Oh, geil! Nur leider nicht mal vorm Ziel, aber hey. Ah, Zäpfchen! Der hat mich noch überholt, willst du mich verarschen? Ich war doch vor ihm. Ich glaub's ja wohl. Wo kommst du? Alle auf den hässlichen Shy Guy. Shy Guy ist knuffig. Guck ihn dir an. Oh, Shy Guy ist toll. Es geht nichts über Shy Guy. Ich brauche noch ein Shy Guy T-Shirt. Komm, Party hart. Passt das schon? Party hart. Party mit dem Rest der Welt. Alle wollen sie Party oder die leider Rundreise. Ich wünschte, Regenbogen N64 wäre 3 Runden. Hatte damals am N64, wie hat das da gedauert? 50 CCM hat man, glaube ich, 9 Minuten gebraucht, um die Strecke durchzufahren. Das war dann immer wow. Fiboki schummelt. Ja, der hat bestimmt Wallhacks an. Oder Instant Boost. Ich glaube, wir müssen Fiboki mal bei Nintendo melden. Ich verstehe auch nicht, warum Fiboki die ganze Zeit vorne ist, kriegt nie was reingedrückt, aber ich kriege sofort einen blauen ab, krieg dies ab. Ich fühle mich diskriminiert, weil ich schwarz bin. Ach ja. Ah, Bullshit. Ich liebe Bullshit. Münzen! Ah, Geld geil! Wow! Geld geil, Geld und Boost geil. Was man schon fast Bub geil nennen könnte, aber hey. Schmeiß euch nicht mal deinen Panzer nach vorne weg, um den Link zu treffen. Wer ist Link? Er hat bestimmt den Weg zu The Pass gefunden. Weißt du? Wow, der hat 3 Rote. Hat den richtigen abgeschossen. Warum? Ich war doch hinter ihm. Mann. Was wollte ich gerade sagen? Hab ich vergessen. Ah ja, warum kriege ich Münzen? Ich hasse Münzen. Also, als Item sind sie scheiße. Warte mal. Mann, ich dachte, ich kann Fiboki noch nomsen. Oh, Münz-Item, toll, ne? Weg mit der Banane. Mist, verdammter! Da, natürlich wieder kurz noch überholt. Wobei ich mich frage, warum, der ist immer noch hinter mir, aber hey, wollen wir mal nicht so pingelig sein. Anti-Guy, ja, der Anti-Guy ist toll. Hatte ich früher, wo ich Paper Mario damals zum ersten Mal gespielt habe, hat mich der Anti-Guy so in der Luft zerrissen. Boah, da war ich schon relativ geschockt, warum der so unglaublich schwer ist. Dann habe ich ihn aber trotzdem besiegt. Oh ne, melde ich mich auch zwecks Gamescom, falls du noch willst. Okay, dann wünsche ich dir viel Spaß. Tobi, ich wünsche dir viel Spaß beim Aufnehmen. Oh geil, Party hart. Viel Spaß beim Aufnehmen und ich habe nächste Woche Frühschicht, da melde ich mich mal tagsüber. Ich komme mal wieder im TS online, ich bin ja so TS-faul geworden. Und dann quatsch, ich möchte immer noch gerne auf die Gamescom. Pressetag wäre super. was? Und ja, dann quatschen wir mal wieder ein bisschen, ne? Grüß Jenny von mir, die Blaublütige. Tschüss, Tobi. Hurra, was bringt eigentlich Turbo? Mit Turbo hast du, glaube ich, keine Werbung? Weiß ich gerade gar nicht. Also ich habe Adblock. Adblock ist der kostenlose Turbo. Kann man sagen. Du bist kein richtiger Shy Guy, verschwinde. Auch wenn du bunt bist. Das ist doch... Das kann doch nicht wahr sein, ey. Mann! Mann! Drück mich doch nicht weg! Ich hätte fast Windschatten gehabt, du Sack. Also irgendwie in dieser
Gegen den Rest der Weltkonstellation kriege ich nur aufs Maul. Weißt du, immer, weil ich meine, ich mache immer so Zweiter, Dritter, Vierter. Aber ich kriege echt oft aufs Maul. Und das nicht gerade sanft. So, nach dem Motto, ich streichel dir die Maske. Nein, ich breche dir die Maske, ist das Motto irgendwie hier. Das gefällt mir nicht. Das war einer in den Roten gefahren. Ich wollte ihn jetzt eigentlich abschießen. Schämet euch. Ihr könnt auf einem armen, schwarzen Steiger nicht seinen Panzer klauen. Das ist der dämliche Platzclown Yoshi wieder. Der alte Sauhund. Saudino meine ich natürlich. Natürlich. Ich danke für den heißen Poppes. Hab schon so eine heiße Kiste. Lasst mich also bitte in Ruhe damit. Es hat geklappt. Wo ich sonst immer runterfalle, hat es nicht mal geklappt. Ich bin... Boah. Ja, Skills ohne Ende. Das kommt, weil ich gestern bei Senekarium Stream dabei gefahren bin. Ich hätte warten sollen. Ich würde, Mann. Oh, der hat die 8 gehabt. Das kommt, wenn man nicht spammt. Ich hätte gespürt, dass ich wenigstens den Stern schon weg habe. Das ist natürlich einer in den Stern gefahren. Das wäre ganz toll. Ich sehe mal den Stern im Hintergrund und denke mir, Hilfe, bitte nicht. Wieder will mich einer rammeln. Das ist doch unfassbar. Danke, dass du die Münze mit dir wegschnappst. Die brauche ich nämlich. Haha, Roy ist der coolste Koopa-Ding. Ich bin Erster. Warum bin ich Erster? Wie cool. Ich meine, ich möchte mich nicht beschweren. Ich war kurzzeitig Erster, bis die... bis das kleine Vipok wieder angescheißet kommt. Nicht getroffen? Ernsthaft? Das ist doch wohl... die Kurve besser. Ja, nimmt die Kurve besser, weil ich bin auch die ganze Zeit am Quatschen und... Ich sollte mich auch ein bisschen besser konzentrieren, aber ich möchte auch ein bisschen quatschen. Damit zeigt man, dass man reich ist. Genau, oder man nimmt Adblock. Bin meistens ab ca. 18, 19 on. Digga, auch immer gekillt. Ich war damals zu blöd für den Kampf. Was ist mit deinem fucking Computer, Valley? Teile es uns mit. Wir sind ganz hellhörig. Ah, oh, königliche Rennpisse. Die königliche Pisse. 17, 18, 19 Uhr nächste Woche. Boah, wird schwer, weil ich werde wahrscheinlich so um 2, 3 Uhr morgens aufstehen. Wenn ich dann noch fit bin, dann komme ich online ansonsten. Oh, mal gucken, Tobi. Aber das kriegen wir hin. Also Silence, für die, die nicht wissen, was ich meine. Weil Sidenkaro ist auch Tobi. Was wollte ich da sagen? Fucking Computer, ja. Der Anti-Guy in meinem Let's Play, meinem ersten Let's Play überhaupt, zusammen mit Edna bricht aus, habe ich den Anti-Guy in der Spielzeugkiste besiegt und dann habe ich in Bowsers Festung absichtlich so scheiße die Fragen beantwortet, dass ich gegen die drei Anti-Guys kämpfen muss und ich habe sie beim ersten Versuch gekillt. Also, es hat geklappt. Ich war sehr gespannt. Das war für mich so eine kleine Herausforderung im Let's Play, die drei Anti-Guys besiegen. Also jeden Anti-Guy im Spiel platt machen. Und es hat geklappt. Ich bin sehr stolz drauf. Ich bilde mir ein bisschen was drauf ein. Genau wie ich in Paper Mario, die Legende vom Ion-Tor, Loviata im Duellkerker besiegt habe, auf der 100. Ebene. Beim ersten Versuch. Wo ich es damals beim ersten beim ersten Mal Spiel nicht geschafft habe. Ich habe, ich glaube, 3 Stunden fast gebraucht, um beim ersten Mal in die 100. Ebene zu kommen. Da hat mich der Drache besiegt. Da war ich so sauer, da habe ich vor... Wir wurden beide getroffen, ernsthaft. Danke, Link, dass du den Schmerz mit mir teilst. Das finde ich toll. Affe. da habe ich vor Wut geweint. Da war ich so sauer, dass ich wirklich vor Wut geweint habe. Das hat mich so abgefuckt, dass mich der Drache noch kurz vor sich gekillt hat. Und da habe ich dann nochmal 1,5 Stunden gebraucht, um dahin zu kommen. Da habe ich gewonnen. Im Let's Play habe ich es beim ersten Versuch geschafft. Da war ich echt stolz. Und ich kann schon mal sagen, für die, die Paper Mario 2, also Legende vom Ion-Tor, oder auf Englisch The Thousand Years Door, die das Spiel toll finden, es wird irgendwann ein Re-Let's Play geben, weil es eine Agro-Variante... Junge, langsam und deutlich, eine mein Thumbnail kommt mir wieder ins Gehirn zurück. Danke. Weil es eine Agro-Variante gibt,
in der man jeden Gegner ab einer bestimmten Zeit einfach mit einem Angriff umlümmeln kann. Das möchte ich auch im Let's Play zeigen. Das kennt nicht jeder, das kennen viele, aber nicht jeder. Und es ist echt geil, es macht richtig Spaß. Ich habe es einmal ausprobiert. Hat super Bock gemacht, das Spiel so zu dominieren. Das möchte ich gerne als Let's Play zeigen. Da werde ich ja wahrscheinlich auch ein bisschen, also den Anfang, bevor die Agro-Variante losgeht, ein bisschen verkürzen, also schneiden. Aber es macht echt Bock. Kann ich nur empfehlen, wenn man mal ein bisschen aggro sein möchte in Paper Mario. Ich sehe gerade, ich bin Siebter. Ach, kennst du Wayne? So, lecht mich alle Marsch. Leck mich alle Marsch. Ich möchte nach vorne weg. Hui. Warte mal, wo habe ich aufgehört, sie hier zu lesen? Antigame, fucking Computer, papa. Valley wirft den Computer aus dem Fenster. Holt den Computer wieder rein. Schlägt und geht. Okay. New City hätte ich gerne.